Yay! Ich bin da. Heute spielen wir Final Fantasy VII, aber nicht das Remake, weil das Remake für Steam noch nicht draußen ist. Aber ich habe richtig Bock auf Final Fantasy VII bekommen, durch die ganzen Streamer momentan, die das Remake spielen. Und ich war neugierig und habe mir gedacht, dass ich schon gerne sehen möchte, wie und was genau von Final Fantasy VII, dem Spiel, jetzt tatsächlich übernommen wurde und was nicht. Und die Leute, die das Spiel spielen, also das Remake, da würde ich mich echt interessieren, was die zu dem Remake sagen, ob das jetzt negative Meinungen sind oder positive. Beide Meinungen sind willkommen. Und willkommen auch in der Welt von Final Fantasy VII. Wir starten mal das Spiel direkt. So, dann sind wir ja auch direkt im Kampf. Ah. Aber das kennt ja eigentlich jeder, der schon mal Final Fantasy VII gespielt hat. Und ja, die Kämpfe sind offensichtlich viel einfacher als bei dem neuen Spiel. Ein Schlag und die Gegner sind weg. Ja. Und wir entriegeln jetzt die Tür. Redet gar nicht mit mir. Oh, schade. Aber Bix redet mit mir. Wow, er war mal Soldier. Oder Soldat. Na, die sagen die Soldier. Finde ich echt irgendwie cooler. Einen wie den findest du nicht jeden Tag in einer Gruppe wie Avalanche. Soldier? Ist das nicht unser Feind? Was will er hier bei Avalanche? Halt, Jesse, er war bei Soldier. Aber er hat dort aufgehört und jetzt ist er bei uns. Hab deinen Namen nicht mitgekriegt. Cloud.
Cloud. Ich bin... Lass stecken. Ist mir egal. Wie er heißt, wenn dieser Job erledigt ist, ziehe ich weiter. Ja, er klaut. Aber was er geklaut hat, erfahren wir irgendwann später. Verdammt, was quasselt ihr da? Hab euch nicht gesagt, einzeln loszulaufen? Unser Ziel ist der nördliche Makoreaktor. Wir treffen uns auf der Brücke davor. Aber vielleicht ist der Cloud auch in der Cloud gespeichert. Hoho. Es ist noch nicht Freitag. Ex-Soldier, Trau dir nicht. Ja, Barrett. Ich verstehe. Ist ja auch ein zwielichtiger Typ, dieser Typ mit den zackigen Haaren. Ja, wie man läuft, weiß ich schon. Aber es macht er jetzt von selbst. Irgendwas? Ich glaube nicht. Ich glaube, am Anfang gibt es tatsächlich gar nichts zu holen. Den Hund? Hat sich einfach eine Erinnerung, aber gut. In dem Remake sind die Hunde ja auch einiges stärker als die normalen Soldaten. Okay, dann durch die Tür. Ich will erstmal mit ihr reden. Wedge! Sichere deinen Fluchtweg ab. Konzentriere dich auf die Mission, Cloud. Mensch, glaubst du, wir können diesen Riesenoffen wirklich in die Luft jagen? Das gibt ein Feuerwerk. Auf jeden. Wir haben echt nichts drauf. Das ist doch gut für uns. Ich bin ja auch Soldier. Das sind nur Pappnasen, die nix können. Auf geht's. Na, bist du zum ersten Mal im Reaktor? Nein, ich habe doch für Shinra gearbeitet. Der Planet ist voller Makroenergie. Die Leute hier nutzen sie täglich. Sie ist der Lebenssaft des Planeten, aber Shinra saugt ihn mit seinen seltsamen Maschinen völlig aus. Schwing keine Reden, beeilen wir uns. Jetzt reicht's, du kommst mit mir. Okay, hab nichts gegen. Was sagt denn Jesse? Hey Jesse. X und ich haben den Code für diese Tür. Los, Bix, mach die Tür auf. Code entziffert. Jo. Überleg nur, wie viele von unseren Leuten ihr Leben gelassen haben für diese Code. Tja. Anscheinend braucht man Opfer, wa? Weiter geht's. Sind wir im Aufzug? Drück die Taste da drüben. Okay. Die Reaktoren saugen langsam alles Leben aus, bis mal Schluss ist.
Ist nicht mein Problem. Cloud, der Planet stirbt. Hier geht es nur darum, diesen Job zu erledigen, bevor die Wachen und Roboter kommen. Tja. So ist dieser Cloud. It's... Oh nein. Gegner. Ein Trank. Er holt sich leider nur. Erfahrungspunkte schaden nicht. Und weg ist er. Oh nein. Ist schon echt krass, das Cloud-Schwert wirklich so groß ist wie er selbst. Materia. Wenn wir den in die Luft jagen, bleibt nur noch ein Haufen Schrott übrig. Cloud, stell du die Bombe ein. Ist nicht dein, ist das nicht dein Job? Du bist einfach Idiot. Ich muss aufpassen, dass du nichts anstellst. Gut, wie du willst. Aber erstmal habe ich Kopfschmerzen. Sicht. Das ist mehr als ein Reaktor. Was ist los? Hm? Was ist los, Cloud? Beeil dich. Sorry. Mach Dinge jetzt. Oh nein, ich habe vergessen, mich zu heilen. Und eigentlich wusste ich, dass dieser Kampf jetzt kommt. Aber gut. Dann machen wir das.
im direkten Kampf. Leider konnte ich jetzt die Materie, die ich bekommen habe, nicht einsetzen. Aber ich denke, das kriegt man auch so hin. Eigentlich Zauber. Ist das schon mal nicht Das ist uncool. Jetzt ist die Zeit zum Speichern. Solange sein Schwanz oben ist, zum Speichern, zum Heilen, sollte ich ihn vielleicht nicht angreifen. Was mache ich denn stattdessen? Greife ich ihn an oder warte ich ab? Irgendwie tut sich da auch nicht so viel. Ah, okay. Einfach nur warten, das... Nein. Oh, das ist echt nicht nett. Sturmgewehr. Ist das nicht eine Waffe für Barrett? Komm, nicht so weg hier. 10 Minuten bis zur Explosion. Wow. Aber ich glaube, das kriegt man hin. Speichern wir mal auf dem Rückweg. Keine Tür. Da ist eine Leiter, die nach oben führt. Ich hätte lieber die Soldaten angreifen sollen. Das war ja ein schwach. Das war ja echt schwach von Cloud. Ist weg. Ach, bevor ich es vergesse, dann ausrüsten. Was? Cool.
Jo, weg hier. Alles okay? Mein Bein steckt fest. Warum packst du doch dein Bein dazwischen? Bitte. Naja. Ja, an manchen Stellen. Ich werde sterben, weil ich es nicht schaffe, die Treppe hochzuklettern. Sterben, weil... Oh. Okay, ich hab's doch geschafft. Zeit ist weg. Gut. Du hast dir für den Planeten eine Atempause verschaffen. Ja. Okay, alle zurück. Okay, lass uns verschwinden. Rendezvous an der Station in Sektor 8. Brennt euch und steigt in den Zug. Du willst dein Geld? Warte, bis wir wieder im Versteck sind. Geldgieriger Sack. Entschuldigung. Was ist passiert? Du verschwindest hier lieber oder nickt hier zu? Was sagt man denn hier? Ich sag, du verschwindest hier lieber. Wirklich? Ich weiß nicht, was los ist, aber ist gut. Konnte ich nicht das die Blumen kaufen? Naja, schade. Oder ist ein Tank.
Hey, du da. Los. Ja, bekämpfen. Können ja eh nichts. Und zu zweit können die eh nicht viel machen. Hi! Ah. Hast du nichts zu tun? Hast du Langeweile? Was zum... Töten. Töten. Oder K.O. schlagen. Ist auch okay. Mir verdient nichts zu tun. Okay. Ich habe zu lange nachgedacht, was ich tun soll. Jetzt muss ich gegen die kämpfen. Das ist sehr fleißig von dir zu arbeiten. Jetzt wird er... Oh nein! Ich habe keine Zeit, mich mit euch zu... Genug gefaselt. Fass ihn. Yeah. Aber die... Also sind das wirklich jetzt Cutscenes? Weil... Ist nicht normalerweise, dass in Cutscenes die Personen nicht so... kantig aussehen? Schaut, ist nicht gekommen. Schaut, ob er getötet wurde? Niemals! Hast du, macht sich Sorgen um Cloud? Oh. Sag mal, meinst du, Cloud, kämpft bis zum Ende für Avalanche? Woher soll ich das wissen? Bin ich Hellseher? Wenn ihr nicht alle so... ausgeflippt wird. Hey Barrett, was ist mit unserem Geld? nichts. Entschuldigung. Ja, ich weiß das, aber du weißt schon, ich bin live. Ich kann mich nicht auf alles konzentrieren. Und wie geht's dir sonst so? Cloud! Ich bin wohl etwas spät dran. Verdammt richtig, ziemlich spät. Hast hier einen riesen Auftritt. Ist doch nichts dabei. Mach ich doch immer so. Geil. Ist, alle haben sich Sorgen um dich gemacht. Du scherst dich um niemanden als dich selbst. Du hast dich um mich gesorgt? Was? Das ziehe ich dir von deinem Geld ab, du Angeber. Auf, Leute. Es geht los. Folgt mir. Hey, Cloud. Du warst klasse. Cloud. Nächstes Mal sind wir noch besser. Vorsicht. Ich mach's zu. Oh, Cloud, dein Gesicht ist völlig schwarz. So besser.
stell mir immer jedes Mal vor bei dieser Szene, wie sie irgendwie ein Tuch spuckt und dem dann wie so eine Oma vom Gesicht wegreibt. Das ist. Danke, dass du mir beim Reaktor geholfen hast. Ja, ich hätte dich sterben lassen können, oder?